Hallo Freunde, heute möchte ich euch ein kurzes Update noch zum Andi geben. Die fünfte Runde in Bad Wildungen fehlte ja in dem Sinne. Und danach schauen wir uns eine Partie von einem anderen Community-Mitglied, nämlich dem Michael, an, gegen seine Partie gegen den Luca. Und deswegen volles Programm heute. Fangen wir direkt an. Zunächst noch ein Wort zum Andi. Die fünfte Runde in Bad Wildungen war leider spielfrei, weil die Paarung, es war eine ungerade Teilnehmerzahl und ja, da hat sie ihn erwischt, hat leider spielfrei bekommen, deswegen konnte ich auch keine fünfte Runde eine Partie zeigen. Aber der Andi hat mir ein kleines Resümee aus seiner Sicht zukommen lassen und das wollte ich eigentlich hier mit einbauen, hat aber technisch nicht geklappt, weil ich technisch unfassbar schlecht bin. Ja, die Discord-Spur, ich hab's nicht hingekriegt irgendwie. Vielleicht hole ich es noch irgendwann nach. Mea culpa. Aber ich darf natürlich kurz zusammenfassen, ja, Andi hat sich gefreut, dass ich die Partien gezeigt habe und dass ihr ihn angefeuert habt. Und er ist ein positiver Mensch. Ja. Sagte, dieses Turnier lief einfach nicht, ja, liegt vielleicht am Spielort, ein bisschen Aberglaube ist ja auch immer dabei. Und dafür klappt es dann beim nächsten Turnier wieder besser. Er war sehr optimistisch und dafür drücke ich dir, lieber Andi, die Daumen, ja, dass beim nächsten Mal wieder besser läuft. Vielleicht der ein oder andere Tipp auch mal so ein bisschen beherzigt wird, in welcher Form auch immer. Und dann bin ich mir sicher, wirst du auch wieder Erfolge feiern. Und genau, damit kommen wir dann zur Partie des heutigen Tages. Und zwar hat unser Community-Mitglied Strogoff, alias Michael, ein Video von mir gesehen, nämlich hier ein Weißrepertoire für Anfänger mit Weiß. Mit der französisch oder gegen die französische Verteidigung die Abtauschvariante. Und das hat ihm ganz gut gefallen. Und dann hat er entsprechend hier auch mal eine eigene Partie ausprobiert. Ja, und dann, ja, was da so rauskommt, ja, eigene Erfahrung sammeln ist ja immer gut. Und deswegen gucken wir uns jetzt diese Partie an. Michael hatte Weiß und keine Überraschung, es entsteht natürlich die französische Verteidigung und die Abtauschvariante. Alles gut. Ich verlinke das Video mit der französischen Abtausch, verlinke ich mal im Abspann. Keine Sorge. So, Springer F3, Läufer D6. Und wollen jetzt nicht zu viel auf die Theorie eingehen. Ihr könnt es auch in diesem besagten Video nochmal angucken. Wichtig finde ich nur ist, dass wir, wenn wir die französische Abtauschvariante spielen mit Weiß, dann jetzt eben nicht mit Läufer D3 und kurze Rochade und so dieses komplett symmetrische, ja, und wo wir überhaupt keine Chance auf irgendwie ansatzweise Vorteil haben, ja, wo der Gegner vielleicht sogar mit Springer E7, F6, mit der langen Rochade, Läufer raus, Springer raus, lange Rochade und dann hier vielleicht mit dem Bauernsturm und so weiter einen Angriff starten kann. All das wollen wir natürlich nicht verhindern. Das ist nicht die Idee von Abtauschvariante Französisch. Zumindest nicht das, was ich da in dem Video gezeigt habe. Sondern unsere Idee ist es, hier mit C2, C4 eine gewisse eine Imbalance in die Stellung reinzubringen. Ja, wir würden jetzt hier im Zweifelsfalle diesen Isolani in Kauf nehmen, ja, und hätten dann dafür aber eine Figur entwickelt und einen gewissen Druck. Wir haben hier ein schönes Springer-Vorpostenfeld, können vielleicht mit der Dame oder mit der Rochade, Turm in die Mitte, die ganz normalen Züge, die man bei diesen Isolani-Strukturen so kennt, ja, auch den Läufer vielleicht mal zurückziehen irgendwann und diese Batterie hier aufbauen und so weiter und so fort, Türme ins Zentrum. Das haben wir alle schon 100 Mal gesehen. So hätte es auch kommen können. Aber sein Gegner spielte C7, C6. Okay, damit sagt er sich auch, okay, ich halte hier diesen Bauern im Zentrum. Und nachdem beide Seiten eine Figur entwickelt haben, hat Michael hier auf D5 getauscht. Und nach diesem Springertausch haben wir eine komplett symmetrische Stellung, also Bauernstruktur, symmetrisch. Aber okay, jetzt Läufer D3. Jetzt haben wir immerhin die C-Linie noch offen. Das heißt, jetzt ist die nicht mehr so ganz so einfach zu spielen für Schwarz, dass der angesprochene Plan von gerade mit der langen Rochade hier eben nicht mehr so einfach möglich ist, weil der König sehr, sehr offen steht. Und deswegen spielt Schwarz hier die kurze Rochade. Will nur eben kurz dabei sagen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Beide Spieler haben etwa 1770. Ich denke mal, das wird auch die reale Over the Board DWZ sein. Von daher, wir sehen eine Partie auf Augenhöhe.
Weiß rochiert auch und Schwarz möchte seinen Springer entwickeln nach F6 zum Königsflügel, ja, und dann vielleicht hier mal nach E4 zu gehen und so weiter. Völlig in Ordnung. Natürlich kann man hier auch andere Züge wie vielleicht Erstläufer G4 spielen, ja. Es sind sicherlich alles normale Züge und noch nicht weltentscheidend oder partieentscheidend. Okay, jetzt müssen wir überlegen, wie spielen wir hier? Und Michael kommt erstmal auf die Idee, damit C2 zu spielen. Jetzt haben wir hier diese Batterie aufgebaut und drohen diesen Bauern auf H7 zu schlagen. Der zieht einfach einen vor. Schwarz hat durchaus Alternativen. Wenn er mit Springer F6 antwortet, muss er aber wieder mit Läufer G5 eine Festung retten. Und dann wird er vielleicht doch mal irgendwann H7, H6 spielen müssen. G7, G6 wollen wir natürlich hier aufgrund, ja, dieser Festung hier, dass die schwarzen Felder hier schwach sind. Das wollen wir natürlich per se überhaupt nicht, ist ja klar. Und auch so ein Zug wie G7, G6, ja, auch hier werden die schwarzen Felder hier eben entsprechend schwach. Will man vielleicht auch nicht unbedingt. Deswegen, Schwarz spielt sofort H7, H6. Und hier interessant, denn es gibt so eine Strategie und hier darf ich mal noch mal ganz kurz nebenbei den Schachkanal Chessbase Deutschland erwähnen, wo die Elisabeth Paetz mit dem Arne immer trainiert und ihm versucht, Dinge beizubringen. Und bei einem der letzten Videos, wo es auch um Strategieaufgaben ging, und das Video hat mir auch sehr gut gefallen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich versuche es zu verlinken in der Videobeschreibung. Da hatte die Elisabeth auch angesprochen, dass dieser Aufbau mit Dame und Läufer den Aufbau hier mit oder den Zug H7, H6 provozieren soll. Denn wenn jetzt diese beiden Figuren ihre Plätze tauschen würden, also Dame hier rüber, Läufer zurück und dann die Dame hierhin, hätte man diese Batterie. Aber Schwarz könnte jetzt nicht mehr mit G7, G6 antworten, weil der H6 dann hängen würde. Diese kleinen Tricks, ja, die lernt man sicherlich dann schon. Pulsnelle Kniffe, das sind kleine, naja, taktische Kniffe. Das fand ich auch sehr, sehr lehrreich, ja, unter anderem in besagtem Video. Da werdet ihr noch viel mehr Tricks und Tipps von der Elisabeth bekommen. Okay, ein Turm auf die E-Linie ist alles vernünftig und damit C7. Ja, Schwarz möchte die Dame tauschen und natürlich könnte man hier die Dame tauschen, wäre jetzt kein Fehler. Aber Michael sagt sich, ich will die Dame mal auf dem Brett halten, weil ich ja zumindest noch ein bisschen Druck habe hier auf diesem D5 und gleichzeitig vielleicht noch mal hier irgendwann diesen Plan ins Auge fassen kann. Jetzt muss der D5 gedeckt werden, alles gut. Jetzt kam ein etwas vorsichtiger Zug mit H2, H3. Der macht natürlich ein Luftloch und verhindert Läufer G4 Aktionen. Aber ob der jetzt wirklich nötig ist, bin ich mir auch nicht sicher. Nehmen wir an, wir machen hier einfach einen Entwicklungszug und es käme hier Läufer G4. Ja, der fesselt ja nichts. Das heißt, wir könnten hier problemlos den Springer wegziehen, wieder mit Tempo. Und Schwarz wird ja hier eher unwahrscheinlich schlagen, denn dann hätten wir das Läuferpaar bekommen, ja, und wir können unseren Isolani auflösen und so weiter. Dann hätten wir ja nur Vorteile für uns und keinen für Schwarz. Das macht alles keinen Sinn. H3 ist sicherlich kein Fehler. Man macht ein Luftloch, verhindert vielleicht auch einen Springerausflug und so, aber ist vielleicht nicht zwingend nötig gewesen. Dann entwickelt sich der Läufer aber eben etwas passiver, okay. Und ja, Weiß entwickelt sich auch. Und er schreibt selber, die Stellung sieht super symmetrisch aus und langweilig, als wenn wir gleich hier Hände schütteln und nach Hause gehen können. Aber Freunde, jetzt beginnt der spannende Teil der Partie und ich darf euch sagen, Michael hat wirklich tolle, tolle Ideen und eine fantastische Partie gespielt. Und ihr könnt ahnen, ja, für manchen von euch mag das nicht sein, weil man nur auf Taktik steht und auf irgendwie, ne, Kombinationen und so. Aber wer sich ein bisschen mit Schach beschäftigt und besser werden will, der wird mittlerweile auch, naja, gelernt haben und auch wahrscheinlich eingesehen haben, dass man sich irgendwann irgendwie in irgendeiner Form mit Endspielen beschäftigen muss, um da irgendwie mal vorwärts zu kommen.
Und hier sieht es ja nun wirklich nicht sehr, sehr ausgeglichen aus, aber wir möchten jetzt, und das war Michaels Strategie, hat er hier auch beigeschrieben, er möchte diesen Läufer hier auf B4 gegen den schwarzfeldigen Läufer tauschen. Dann hätte er nämlich hier ein schönes Feld auf E5, erstens für den Springer. Und zweitens wäre dann sein Läufer, der weißfeldige Läufer, ein guter Läufer, während der schwarze weißfeldige Läufer ein nicht so guter Läufer ist, weil der ja, auf C6, E6, wo auch immer, seinen Bauern bewachen muss und deswegen ist der Läufer schlecht. Das war die Strategie von Michael und die versuchte der Gegner zu verhindern mit A5. Okay. Turm C1, das Tempo nehmen wir natürlich gerne mit. A4, okay. Jetzt müssen wir überlegen, wohin mit der Dame. Wir haben hier gar nicht so viele Felder, um ehrlich zu sein. Und deswegen, im Ursprung hatte Michael zuerst geplant, der kam jetzt nicht, hier die Dame zu schlagen. Und jetzt vielleicht hier auf B7 zu schlagen, aber so einen gefährlichen Freibauern dem Gegner zu schenken, das macht keinen Sinn. Ne? Material ist zwar gleich, aber hier ist dieser Bauer natürlich super stark. Wir müssten unsere Figuren super, super passiv hinstellen. Und ob wir diesen Bauern hier wirklich gewinnen, das steht auch noch auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Und da muss man sich nicht drauf einlassen. Deswegen fand ich eine gute Geschichte, jetzt hier auch von Michael zu sagen, okay, habe ich falsch eingeschätzt, sehe ich ein, muss ich doch wieder anders spielen. Es kam Dame C2. Und nach diesem Tausch, ja, wir sehen, Schwarz hat auch nur Interesse daran zu tauschen. Wir halten natürlich die C-Linie. Schwarz will wieder nur tauschen und sagen, komm, jetzt ist doch Remis, lass uns nach Hause gehen. Aber Michael sagt nein. Und ich finde die Idee hier wirklich toll und ich bin ja schon so ein bisschen stolz auf Michael, denn er zeigt hier ein Verständnis. Und er sagt sich, weißt du was, ich habe ja überlegt, ich will ja diesen Läufer, entweder über B4 oder über F4 oder wie auch immer, er will diesen Läufer, das ist sein Plan, abtauschen und dann gegen diesen schlechten Läufer überbleiben. Wann ist das ein schlechter Läufer? Weil dieser Bauer steht jetzt nur auf D5, das hatten wir eben. Jetzt ist der Bauer auf A4 aber auch noch auf einem weißen Feld. Ja, und der B7 natürlich auch noch. Wobei der B7 kann sich noch bewegen, aber grundsätzlich der A4 erstmal. Und deswegen von der Strategie erstmal der schöne Zug A2, A3, um den A4 festzunageln. Okay, Läufer D7 kommt, der Springer geht ins Zentrum. Ich glaube nicht, dass Schwarz irgendwie ein gesteigertes Interesse daran haben sollte, diesen Springer zu tauschen. Es kam Läufer E8. Einfach das Läuferpaar abzugeben. Ja, jetzt muss der Springer sich auch noch passiv hinstellen. Und der Läufer könnte vielleicht hier auf D6 aktiv stehen, den Bauern decken, verhindern, dass der schwarze König sich annähert, als Beispiel. Ne? Und grundsätzlich hat Weiß natürlich hier das Läuferpaar und kann selber den König natürlich hier schön irgendwann zentralisieren. Ob es da nicht ganz so weit, aber nach E3 und dann hier vielleicht mal in die Richtung gucken gehen. Zusammen mit dem Läuferpaar ist das sicherlich. Und diese 4 zu 3 Mehrheit am Königsflügel gegen diese 3 zu 2, gegen diese drei Bauern hier, diese 4 zu 3, ist auch ein kleiner Vorteil. Und das macht alles keinen großen Sinn für Schwarz. Und deswegen kam eben auch Läufer E8. Alles gut. Das heißt, wir brauchen diesen Läufer, aber auch diesen Springer nicht wegzuziehen. Können jetzt hier erstmal versuchen, unseren König anzunähern. Sehr gute Sache. Endspiel gehört der König wieder ins Zentrum. So, hier schreibt Michael, er hatte zuerst vor, natürlich den König nach E3 zu stellen. Und dann hörte er aber aus den Tiefen seines Unterbewusstseins eine Stimme. Und die Stimme erschallte vom Läufer. Wenn der König nämlich nach E3 geht, dass dieser Läufer schrie, sperr mich nicht ein, sperr mich nicht ein, ich will dann auch noch irgendwas tun. Man könnte hier natürlich mit Läufer B4 versuchen, diesen Läufer zu tauschen, aber das würde natürlich die Bauernstruktur auch ein bisschen beschädigen, hätte also ein entsprechendes Risiko. Und jetzt kam Michael mit einer anderen Idee um die Ecke, nämlich zu sagen, ich spiele den Läufer nach F4, ziehe den Springer jetzt gleich weg, und tauscht damit diese beiden Läufer
und hätte dann mein Ziel erreicht, ohne die Bauernstruktur zu verschlechtern. Sehr, sehr schön. Es kam Springer D7 und er sagt hier auch, ja, wenn der Springer jetzt hier noch am Rand geht und diesen Läufer angreift, ja, kein Problem, gehe ich halt zurück. Einer der Vorteile von H3. Ne? Und dann mit der Idee, er gibt hier selber diese Variante an, dass der so getauscht wird. Jetzt hätte er den Läufer getauscht, hätte den guten gegen den schlechten Läufer über. Ja, der Springer ist natürlich im Augenblick temporär aktiv, das stimmt, kann aber vielleicht mit G3 vertrieben werden. Der sollte wieder ins Spiel kommen und der Springer, und dann, wenn der Springer wegzieht, dann König E3 den Bauern decken und dann kommt der Springer eben auch wieder ins Spiel und er sagte, das ist temporär vielleicht ein bisschen komisch, aber strukturell langfristig das, was ich angestrebt habe. Finde ich toll, wenn man mit solchen Plänen arbeitet. In der Partie folgte Springer D7 und ja, jetzt erstmal König ran, klar. Springer F8. Okay, Schwarz macht nichts Großes, möchte den Springer vielleicht aktivieren, okay. Aber wir folgen unserem Plan, beziehen den Springer weg und möchten den Läufer tauschen. Mit Schach, okay, da kommt der König ran. Aber jetzt müssen wir den Springer wegziehen. Jetzt nach E5, dann könnte F7, F6 kommen und dann muss der Springer wieder ziehen. Und wohin? Ja, schwierig, kein Feld mehr. Also aufpassen, ne? Geht der Springer nach F2. Okay, Weiß hat ein Teilziel erreicht. Er hat den guten Läufer gegen den weniger guten Läufer. Ja, und diese Bauern stehen hier alle auf Weiß und jetzt kommt noch einer dabei. Wir warten mal ab, ob der Gegner das verteidigen kann. Und das finde ich auch super. So eine wirkliche Verlustgefahr hat man doch hier nicht. Und dann spielt einfach mal, ja, sammelt die Erfahrung in solchen Endspielen. Wie schwer tut sich der Gegner überhaupt, Endspiel zu spielen? Vielleicht hat er ja auch überhaupt gar keine Erfahrung drin. Und nur weil es objektiv ausgeglichen ist, das ist, glaube ich, relativ klar, müssen wir ja jetzt hier nicht irgendwie auf Spielen verzichten. Ja? Deswegen, wir haben ja eine theoretische Chance hier auf diese Bauern zu spielen. Okay, F7, F6 kam. H4, wieder, schöner Zug. Nagelt den H5 hier fest, ja? Auf einem weißen Feld, damit der hier nicht mal vorrücken kann. Das wäre vielleicht statt F6 auch eine Möglichkeit für Schwarz gewesen, um diese Festlegung jetzt selber zu vermeiden. Aber gut gemacht von Michael, jetzt steht der dritte Bauer auf Weiß. Wir schauen mal, ob der sich verteidigen kann. Gute Idee von Schwarz auch hier, ja, vom Luca, dass er hier den Läufer tauschen möchte, denn er weiß, oh, dieser Läufer ist schlecht, der Läufer ist besser, den tausche ich. Und deswegen spielt Weiß Läufer B5, weil er sagt, nee, ich tausche nicht. Und ganz kurz, die Idee, diesen Läufer tauschen zu wollen, ist absolut gut. Ja? Hier ist eben ganz konkret die Problematik, dass der Läufer auf diese Diagonale kommt, auf die er gar nicht gekommen wäre, wenn der Läufer hier auf E8 stehen geblieben wäre. Jetzt ist der A4 angegriffen, der wird verteidigt und der Springer kommt ran. Wenn der Springer jetzt hier irgendwie nach C5 kommt, zum Beispiel, ja, dann ist der hier nochmal angegriffen. Also man muss schon so ein bisschen aufpassen hiermit. Ja, vielleicht kann der Springer auch über, Moment, wie kann er denn hier? Über C1 und dann E2 und dann nach C3 auch diesen Bauern angreifen. Also der Springer ist schon flexibel und vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, hier für Schwarz einfach den Läufer abzugeben. Ja, aber dann ist halt der E-Bauer weg. Das will man ja auch nicht so ganz kampflos, ne? Deswegen, und daran seht ihr, der Schwarze muss praktische Entscheidungen treffen. Und wenn man Entscheidungen treffen muss, macht, oder kann man eben auch Fehler machen, ja? Und ihr müsst auch dem Gegner Gelegenheiten geben, Fehler zu machen. Und deswegen spielt diese Endspiele. Es kam Springer E6. Und damit haben wir schon die Idee. Wir wissen, dass wir den gegen den auf dem Brett halten wollen, damit wir hier, wenn die Springer getauscht sind, ja, mit dem König hier rüberlaufen können, ja, und den einfach einsammeln können, als Beispiel. Und deswegen Springer F4 und hoppsala, jetzt hängt der Bauer hier und der Springer wird getauscht. Und der Springer kann den H5 nicht decken, also muss der getauscht werden. Super.
Jetzt haben wir drei Bauern auf den weißen Feldern fixiert. Und ja, vielleicht droht mal Läufer E8-Geschichten oder der König kommt zurück. Wir haben hier eine Menge Möglichkeiten. G7, G6 versucht den zu decken. Den H5. Und ja, jetzt kommt hier ein spannender Zug. Ich fand G4, ich fand den nicht schlecht. Ich hätte jetzt nur, und das sage ich öfter mal, grundsätzlich möchte ich ja hier als besser stehende Partei möglichst viele Bauern immer auf dem Brett halten. Ja, das ist das Erste. Diese Bauernzüge oder diesen Bauernzug, den wird Schwarz sowieso nicht verhindern können. Auf lange Sicht natürlich. Ja. Vielleicht kann man hier erst versuchen, mit dem König noch mal ein paar andere Testballons zu starten. Man bekommt ja hier noch ein Tempo gegen den Läufer. Ja, dass man hier vielleicht erst den A4 holt, also möglichst wenig Bauernzüge macht, weil man mit jedem Bauernzug, der nach vorne geht, auch wieder Schwächen hinter sich hinterlässt. Und manchmal, ja, kann man diese Schwächen eben nicht wieder reparieren. Hier in dem Fall, also deswegen G4 nur so ein fragwürdig als, der ist nicht schlecht, aber den hätte ich so in ein paar Zügen erst gemacht. Nach dem Tausch, so. Natürlich muss Schwarz hier tauschen, ja, ist ja klar. Wenn er jetzt hier irgendwas anderes macht, ich mache mal 0-Zug und Weiß tauscht, dann bleibt dieser Bauer hier auf einem weißen Feld festgenagelt, ne? Und wird irgendwann über Zugzwangmanöver natürlich angegriffen werden können. Deswegen nach G4 tauscht er hier ab. Und Tausch, okay. Und König E6. So, und jetzt kommt wieder ein toller Zug und er sagt, Entschuldigung, ich habe gerade nicht einen Frosch im Hals. Er sagte, er könnte sich ja jetzt hier mit H5 einen Freibauern bilden. Und das ist sicherlich auch völlig in Ordnung. Grundsätzlich, man hat einen entfernten Freibauern. Über diese Thematik haben wir auch schon gesprochen. Aber er hat noch ein anderes Video und andere Strategie-Sessions schon gesehen mit mir. Wo ich immer wieder ein bisschen darauf hinweise, ist, dass, ja, wenn man diese Bauern auf ihren Felderfarben festnageln kann, können sie sich eben nicht mehr bewegen. Ne? Und dann sind sie eben eine dauerhafte Schwäche. Und deswegen zieht Michael hier G4, G5 und nagelt diesen G5-Bauern fest. Und nach dem Tauschen, jetzt sehen wir mal, erstens ist dieser Bauer auf dem schwarzen Feld festgenagelt. Zum Zweiten kommt der König hier nicht hin und durch die weißen Felder, entweder dass der Läufer über D7 oder über D3, der König kommt also nie nach F5 rein. Im Zweifelsfalle wird er irgendwo irgendwann irgendwie abgeblockt. Ja? Schwarz muss ja auch noch irgendwie irgendwelche Züge machen, versucht mit dem König einfach nur hin und her zu ziehen zum Beispiel. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass unser Läufer jetzt hier erstmal auf diese schöne Diagonale kann, damit der König hier nicht mehr pendeln kann. Okay. Wir müssen den nicht immer im Auge haben, der ist ja gedeckt. Der Läufer geht nach F5, um dieses Läufer G4 zu verhindern. Dann haben wir eben Läufer D1. Können den so angreifen. Natürlich, jetzt könnte er sich hier passiv verteidigen. Ja. Dann könnten wir aber den Läufer nach C2 stellen. Ich zeige es nochmal eben in der Variante. Und jetzt haben wir so einen typischen Fall von super aktiv gegen super passiv. Und die Thematik oder die Technik, wie man hier gewinnt, ist ganz häufig über den Zugzwang. Das ist natürlich eine Thematik, die muss man einfach am eigenen Leibe mal gespielt haben und probiert haben. In der Theorie hört sich immer super an. Man sagt man selber, würde ich das nicht hinkriegen. Aber spielt es einfach mal. Ja? Ihr müsst es ja nicht hinkriegen. Der Gegner muss es hinkriegen. Und das ist quasi nicht möglich für ihn. Deswegen, das wäre noch eine Option gewesen. Der Gegner sagt sich, okay, dann greife ich, dann decke ich diesen Bauern halt mit B5. Aber ist der nächste Bauer auf Weiß. Und spätestens jetzt, ja, wenn alle Bauern von uns aus richtigen Farbe stehen, ja, und der Gegner kann nichts angreifen, weil unsere Bauern stehen auf Schwarz. Jetzt haben wir ein risikoloses Spiel auf ein Tor. So wie ein Elfmeterschießen ohne Torwart.
naja, mit Torwart vielleicht, aber also man gewinnt nicht jedes Spiel, aber man kann eben auch überhaupt nicht mehr verlieren. Jetzt geht der Läufer hierhin, greift den Bauern an, der wird gedeckt. Jetzt der Läufer nach D3, greift wieder zwei Bauern an und Läufer E8. Alles klar. Haben wir die gleiche Situation wie eben. Super Läufer gegen Läufer. So, was machen wir jetzt? Unser König kommt ja zugegebenermaßen hier jetzt auch nicht ran. Und ja, gibt hier sicherlich auch schon ein paar verschiedene Ideen. Wir gucken mal eben. Wir könnten mit Weiß zum Beispiel sagen, wir machen mal einen Tempozug, einen sogenannten. Jetzt muss der Läufer hier an dem bleiben. Sagen wir, er spielt Läufer F7, um den hier direkt zu halten, weil der B5 ja nicht angegriffen ist. Jetzt spielen wir wieder Läufer hier hin. Der König will jetzt natürlich dieses Feld nicht abgeben und Schwarz spielt als Beispiel Läufer E8 zurück. Und jetzt spielen wir Läufer D3 wieder. Jetzt haben wir die gleiche Stellung wie eben, nur eben, dass Schwarz am Zug ist. Und jetzt haben wir diesen Zugzwang. Schwarz kann diese Diagonale nicht verlassen, dann hängt der B5. Oder eben entsprechend diese Diagonale nicht verlassen, dann hängt der G6. Und jetzt müsste er mit dem König ziehen. Und er hat hier in dem Fall Gott sei Dank noch das Feld E6. Aber das sind so diese kleinen Zugzwangmanöver, die sich hier schon anbahnen. Und ja, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass der König jetzt vielleicht nicht auf D6 steht, dass er hier E6 verhindert, ja, und unseren Einbruch hier verhindert, soll nur mal so symbolisch sein, dass ja, so mit einfach hin und her ziehen über drei Felder, Dreiecksmanöver, kann man Tempo gewinnen und auf einmal muss der Gegner einen Zug machen, der ihm nicht weiterhilft. Ganz, ganz häufig. Okay, wir gucken mal hier, wie es weiterging. Nach Läufer E8 steht's. Und ja, jetzt überlegen. Wenn wir hier mit dem König wirklich nicht reinkommen auf E5, was machen wir dann? Ja, dann stellen wir den Läufer hier eben, den König, über die schwarzen Felder, kommen wir eben von der anderen Seite rein. Muss der schwarze König auch verhindern. Zack, 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 droht König B4, König A5. Okay. Und jetzt geht's los. Jetzt denkt man sich, ja, ist doch hier Remis. Ja? Und na, so einfach ist das nicht, denn der Zugzwang spielt hier einfach definitiv eine Rolle. Wir spielen einen Läuferzug. Schwarz muss auch einen Läufer ziehen. Jetzt gehen wir hier nach F3. Ups, jetzt greifen wir auf einmal den hier an. Hoppalalala. Jetzt muss der von E6 gedeckt werden, als Beispiel. Jetzt sagen wir aber, wir machen wieder einen Tempozug und der König sollte nicht ziehen, damit unser König nicht rankommt. Ja, und wenn jeder Zug, der mit dem Läufer kommt und dann gibt er hier selber mal folgende Variante an, dass nach Läufer F7 zum Beispiel kommt dieser Läufer hier auf diese Diagonale und kann selber auch aktiv werden, zum Beispiel nach D6 reingehen und dem Läufer hier schon zwei seiner drei übrig gebliebenen Felder, die er überhaupt nur zum Manövrieren hat, auch noch wegnehmen. Ja? Eieieiei, das wird alles nicht so einfach. Und als Beispiel, ja, so, noch ein Abwartezug. Dann geht der Läufer nach D7. Und jetzt haben wir die Problematik. Hoppala. Was tun? Sprach Zeus. Geht der Läufer hier hin. Greife ich den an. Jetzt kann ich den nur noch hier decken. Guckt euch das an. Ah, geil. Und schon hat der Läufer ein Problem, kann nicht mehr ziehen. Ja, jetzt muss der König ziehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der König wieder nach vorne kommt und ja, irgendwann hier reinkommt und dann fallen natürlich alle Bauern und so weiter. Also, ihr seht, Zugzwang, ja, auch wenn es nicht so offensichtlich ist, es ist häufig ein Motiv in solchen Stellungen. Und nach Läufer G2, ja, Schwarz kann diese Diagonale jetzt nicht behalten, weil er diesen Bauern hier im Auge haben muss. Ne? Und er will den Läufer aber auch nicht wegziehen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn der Läufer hier hinkommt. Also muss der König ziehen. Und das bedeutet, unser König kommt vor. Ja, und irgendwann geht der König hier hin, kommt der König hier rein, geht der König nach C6, kommen wir hier rein, ja, und dann können wir im Zweifelsfalle irgendwie versuchen, irgendwie von hinten irgendwie ins Lager reinzukommen und irgendwas anzugreifen. Und wenn der Läufer dann jetzt doch mal ziehen muss, ja, dann kommen wir eben auf unsere Diagonale.
Läufer E8 versucht, das zu verhindern. Okay, haben wir den. König C6 versucht, den und den direkt zu halten. Und den, aber dadurch kommt der König wieder einen Schritt nach vorne. Ihr seht, das ist so schön, ja. Und dieses super geile Endspiel von Michael hätten wir nicht erlebt, wenn man gesagt hätte, ja, ist doch ausgeglichen, wird schon irgendwie ausgehen. Ne? Nein, spielen, spielen, spielen. Und nach König D6, Läufer G4, ja, jetzt droht der Läufer zum Beispiel wieder hier hinzukommen. Wir drohen vor allem erstmal den König nach B6 zu bringen. Und in der Partie hat der Gegner wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen eingesehen, dass er hier verlieren wird. Lässt den König nach B6. Und dann warten wir noch einen Zug. Wir könnten hier auch schon direkt Läufer E2 auch schon spielen. Aber nach Läufer H3, ja, jetzt hat der Läufer wieder keinen Zug mehr. Der kann nicht hier hinziehen, wenn man getauscht würde. Ne? Und nach C6, ja, geht natürlich, aber würde an der Lage nichts ändern, dass der Läufer dann hier gleich irgendwann über F1 sich einfach diesen Bauern holt. Ja? Und dann fällt natürlich dieser Bauer auch noch. Und Weiß hat zwei verbundene Freibauern. Und hier an dieser Stelle hat Schwarz den hoffnungslosen Kampf aufgegeben. Und ich kann euch nur ermutigen, macht so wie Michael, spielt diese Endspiele. Ja? Und auch wenn es nur symbolische Vorteile sind, der Gegner muss es erstmal verteidigen. Ja? Und guter Läufer, schlechter Läufer, all diese kleinen Sachen, wenn man die im Hinterkopf hat, probiert sie mal aus. Ja? Immer nur zu sagen, oh, wird schon der Gegner wird schon Remis halten und die Engine zeigt 0-0 an. Ja? Spielen, 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 spielen. Also, Michael, super Leistung, wunderbar gemacht. Ich dachte, ich hätte die Partie schon gezeigt. Ja, tut mir echt leid, dass es zu spät gekommen ist. Gut, Freunde, in dem Sinne sage ich besten Dank bis hierhin und wir sehen uns bei der nächsten Partie. Mach's gut. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.